Willkommen beim Gelten, guten Abend. Für ältere Menschen ist der Umzug ins Altersheim ein Einschnitt im Leben. Man muss die eigene Wohnung oder das Haus aufgeben und sich an eine neue Umgebung gewöhnen. Gleichzeitig bringt das Altersheim eine Entlastung im Alltag und eine gesundheitliche Unterstützung, wenn Körper und Geist nachlässt. Mit dem Umzug ins Altersheim muss man sich in der Regel von vielen Sachen trennen. Weil man weniger Platz hat, nimmt der eigene Hausrat deutlich ab. Was passiert mit dem Umzug ins Altersheim mit all den Versicherungen? Welchen Schutz braucht es? Wie kann man sparen? Und was sollten die Betroffenen und Angehörigen auch sonst punkto Finanzen beachten? Darüber reden wir jetzt mit Matthias Müller, Verkaufsleiter bei der Helvetia St. Gallen. Die meisten Leute haben eine Privathaftversicherung. Wenn man jetzt ins Altersheim geht, braucht es die überhaupt noch? Oder schützt die auch, wenn man allenfalls dement wird und dann vielleicht gleich etwas passiert? Genau, Privathaftpflichtversicherung ist unerlässlich. Auch im Altersheim kann natürlich ein Schaden passieren, den man ja nicht absichtlich macht. Da können Personen wie auch Sachschäden sein. Grundlegend ist es natürlich ganz klar zum Abklären, was passiert, wenn eine demente Person einen Schaden macht und dann nicht urteilsfähig wäre. Ist das ein Ausschluss bei der Versicherung oder nicht? Das ist wichtig zum Klären. Ganz klar abnehmen tut beim Umzug ins Altersheim der eigene Hausrat, heisst das auch. Und da kann man eigentlich die eigene Hausratversicherung kurzerhand kündigen. Ja, nicht. Ich würde die ganze Hausratversicherung natürlich auflösen. Es ist so, sicherlich macht eine Anpassung gegen Sinn, wie Sie es gerade vorher schon betont haben. Wir nehmen nicht alles mit, man hat weniger Platz. Was aber wichtig ist, wir machen nicht nur elementar um für Schäden machen, versichern natürlich, sondern es können auch Diebstahlschäden passieren. Diebstahl auswärts, also wenn Sie gleich noch unterwegs sind. Und das sind Sachen, die man versichert haben muss. Einige Altersheime bieten auch Kollektivversicherungen für alle Bewohner an. Fährt man mit so einer Lösung am Schluss nicht günstiger? Das ist so. Die werden angeboten. So. Man tut das auch mit den Personen besprechen. Dort ist aber wichtig, dass man darauf schaut, wie sind die Leistungen, wie sind die möglichen Deckungen und natürlich auch der Preisvergleich. Also nur gerade wechseln würde ich nicht. Ich würde das wirklich gut abklären. Sorgen machen vielen älteren Menschen Kosten, die beim Eintritt in ein Pflegeheim anfallen. Längst nicht alle Kosten sind durch die Krankenkasse abgedeckt. Wenn vom Altersheim oder vom Spital nach einem unglücklichen Sturz ein Übertritt ins Pflegeheim nötig wird, nehmen die Betreuungsaufwand und damit auch die Kosten stark zu. Der Sparbatzen, wo man ein Leben lang hart erarbeitet hat, wird so oft schnell aufgebraucht. Ja, wie kann man eben schon in früheren Jahren vorsorgen, damit am Schluss eben genau die Pflegekosten nicht gerade das ganze Ersparte dahin schmelzen lassen? Ja, ein gewisser Schutz ermöglicht da natürlich Erbverträge. Da muss man aber ganz klar sagen, da ist der Handlungsspielraum relativ klein. Grundlegend ist es so, dass der Ersparnis aus der privaten Vorsorge sollte nachher im Alter für Kosten aufkommen. Es ist aber so, dass natürlich durch die Ersparnis, durch die Rente, die auch kommen, und durch die Ergänzungsleistungen, manchmal das immer noch nicht langt, oder? Dann müssen die Kinder für das aufkommen, sofern sie die Grenzbeträge nicht überschreiten, die klar vorgegeben sind. Je älter das man wird und eben auch, wenn man vielleicht im Altersheim ist, nimmt das Bedürfnis nach Betreuung und eben unter Umständen auch Pflege stark zu. Auf der anderen Seite braucht man sicher Police, vielleicht für eine Reiseversicherung oder wahrscheinlich eine Rechtsschutzversicherung braucht man wahrscheinlich nicht mehr. Wo kommen ältere Menschen Unterstützung über, eben, wenn sie ihre Finanzen, ihre Versicherung und ihre einfach gesamten Finanzangelegenheiten regeln wollen? Also für vertragliche Vorkehrungen, wie zum Beispiel eben Erbverträge oder Vorsorgeverfügungen, da macht man am besten mit einem Notar zusammen. Pensionsvorsorgeplanungen natürlich frühzeitig mit Spezialisten anschauen, dass man hier da Vorsorgepolicen wie auch Sachversicherungen in einem Guss anschauen und dass dann sie nachher am Schluss zu einer maßgeschneiderten Lösung kommen. Sie erwähnen jetzt, eben mit steigendem Alter nehmen nicht nur die körperlichen, sondern manchmal auch die geistigen Möglichkeiten ab. Was raten Sie punkto Vollmachten? Einerseits Betroffenen, eben frühzeitig, auf der anderen Seite auch Angehörigen eben von möglichen Leuten, die könnten dann auch Hilfe benötigen. Es ist ganz wichtig, dass alle finanziellen Angelegenheiten zu dem Zeitpunkt geregelt werden, wo alle noch top zu Weg sind.
Was natürlich auch eine Erleichterung bringt, ist, wenn man schon im Vorfeld Sachen regelt. Da können zum Beispiel sein, einfache Struktur in Bankkonten. Da kann sie ein Wertschriftendepot anpassen, betreffend Risk Management. Da fängt aber auch schon an bei kleinen Sachen, wie zum Beispiel alle Dokumente am gleichen Ort ablegen, an der Vertrauensperson zum Beispiel Passwörter und Vollmachten übergeben. Dann natürlich, sofern nötig, die Ehe-Erbrechtsverträge, Testament etc., was es alles gibt, in die Wege leiten. Und natürlich auch bei anderen Versicherungen, unter anderem Lebensversicherung oder bei der Pensionskasse, die Begünstigten kontrollieren und immer aktuell halten. Danke vielmals, Matthias Müller. Um beim Geldanlegen erfolgreich zu sein, braucht es ein fundiertes Fachwissen und klare Strategien, aber manchmal auch eine Portion Glück für das richtige Timing. Nicht selten aber sind es typisch menschliche Gefühle wie Gier oder auch Angst, die dazu führen, dass man beim Geld investieren grobe Fehler macht. Das muss nicht sein. Mit einer richtigen Strategie kann man auch die typischen Stolpersteine umgehen. Wir bringen Tipps. Das nächste Mal hier im Geld. Einen schönen Abend.